Liebe Zuschauer, im afrikanischen Tansania gibt es 1,5 Millionen AIDS-Waisen. Kinder, die ohne fremde Hilfe auf sich allein gestellt sind und die keine Chance auf eine Zukunft haben. Nur durch Hilfsprojekte wie das von Ingo Lenz, der gleich bei uns im Studio ist, haben diese Kinder ein Dach über dem Kopf, täglich etwas zu essen und die notwendige ärztliche Versorgung. Eines dieser Hilfsprojekte ist das Kinderdorf Mbigili. Bisher haben hier 39 AIDS-Waisen ein neues Zuhause gefunden. Doch das ist erst der Anfang. Hier sollen insgesamt 8 Kinderhäuser entstehen, in denen jeweils 12 Kinder mit einer Hausmutter als Familie leben. Noch ist das Kinderdorf Mbigili eine Baustelle, doch die Kleinen fühlen sich trotzdem schon geborgen in ihrem neuen Heim. Die meisten von ihnen haben keine Familie mehr und müssten sich allein durchschlagen. Hier bekommen sie nicht nur Essen und ein Bett, sondern werden auch liebevoll umsorgt und können sogar zur Schule gehen. Das Kinderdorf versorgt sich fast ausschließlich selbst. Es gibt Gemüsegärten, Felder, Hühner und Kühe. Mais wird bereits so viel geerntet, dass ein Teil davon verkauft werden kann. Mbigili wurde 2008 gegründet und lebt von Spendengeldern und dem Einsatz vieler freiwilliger Helfer. Trotzdem gibt es noch lange nicht genug Hilfe für die AIDS-Waisen von Tansania. Ein Grund mehr, heute hier im Sat.1 Frühstücksfernsehen über das Thema zu sprechen. Und das tun wir jetzt mit Ingo Lenz. Er ist Leiter dieses Kinderheimes Mbigili in Tansania. Wie kommt man dazu, als Deutscher mit vorher sicherem Job und sicherem Leben in Deutschland nach Tansania zu gehen, um da ein Kinderheim zu leiten? Wie die Jungfrau zum Kinde. Ich bin da runtergefahren, um einen Film über die Leiterin Ursula Letkin zu drehen. Und die hat mich gebeten, ein bisschen länger zu bleiben und sie zu unterstützen. Die ist schon hart an die 70. Und dann hat sie leider einen Herzinfarkt bekommen, hat sie überlebt, aber trotzdem natürlich muss sie sich erholen. Und ich bin jetzt dafür da, Spenden zu sammeln und das Projekt am Laufen zu halten. Schon immer eine soziale Ader gehabt? Oder wie kommt man dann dazu zu sagen, okay, ich mache das jetzt auch wirklich? Gar nicht. Also ich bin keine Mutter Teresa und ich habe auch mit Kindern bisher, außer dass ich Onkel bin, nicht viel am Hut gehabt. Aber da habe ich gemerkt, dass die einfach keinen haben, der für sie zuständig ist und der dafür sorgt, dass sie eine gute Ausbildung kriegen und der hier in Deutschland mit Spenden sammelt. Und man kann einfach diese Kinder, wenn man die erlebt, das sind kleine Persönlichkeiten und die kann man nicht so im Stich lassen. Das hat sich gar nicht gefragt oder ich habe mich gar nicht gefragt, das nicht zu machen. Es war klar, dass ich es dann mache. Es gibt, wir haben es gerade schon gesagt, 1,5 Millionen AIDS-Waisen in Tansania. Nach welchen Kriterien wählen Sie aus, wer in Ihrem Heim leben darf und wer nicht? Nach den schlimmsten Fällen. Also die Kinder, die zu uns kommen, sind in schlechter körperlicher Verfassung und oft auch seelischer Verfassung. Das geht von Krankheit über Missbrauch über irgendwas. Und der Bürgermeister des Dorfes, der kennt die Familien und der weiß, wo ist die Not am größten und der gibt uns denn sozusagen die Informationen. Ja, wie muss man sich das vorstellen, also den Zustand der Kinder, wenn die zu Ihnen kommen? Schlecht. Also Krankheiten haben sie alle, die aber auch alle mit dem nötigen Geld und mit der Medizin, die da vor Ort denn zu kaufen ist, behoben werden können. Anders sieht es natürlich mit der seelischen Seite aus. Da kümmert sich kein Mensch drum. Da haben wir jetzt ein Glück, auch bald Therapeuten, die dann wenigstens die Kinder, die sexuell missbraucht wurden, therapieren werden. Also auf der Seite sind wir auch ganz gut jetzt bestellt ab nächstes Jahr. Aber wie auch immer, also nach 3 Monaten ungefähr merkt man, dass die Kinder anfangen, fröhlicher zu werden und mit den anderen zu spielen und keine Angst mehr vor Fremden haben. Und dann geht's aufwärts. Sind die Kinder denn selbst alle auch an HIV, mit HIV infiziert? Nicht alle, aber von unseren 48 Kindern fast sind so ungefähr 10, 12 infiziert. Ja. Damit man mal so eine Vorstellung hat, wie viel kostet denn die Unterbringung eines Kindes in Ihrem Heim? Also unsere Kinderpatenschaften, die man machen kann, die sind bei 30 Euro im Monat, aber das ist ungefähr nur die Hälfte der tatsächlichen Kosten. Wir haben inzwischen einen großen Betrieb da, wir haben Festangestellte, wir haben eine Farm, wir haben alles Mögliche zur Selbstversorgung. Die Gesamtkosten pro Kind liegen bei 60 Euro im Monat. Hm. Die Kinder gehen ja auch zur Schule, von wem werden die da unterrichtet? Wir haben eine Vorschullehrerin, das ist ein ehemaliges Waisenkind, auch von der Ursula Letkin. Die ist inzwischen Montessori-Lehrerin und macht Vorschule und Kindergarten. Und dann kommen sie in die Schule des Dorfes, in die ersten Klassen. Aber da sitzen sie mit 130 Kindern in einer Klasse und einem Lehrer und einem Buch. Sie haben mir vorhin erzählt, Sie sind ein halbes Jahr in Deutschland, sammeln Spenden und gehen dann wieder nach Tansania. Wie muss man sich denn da Ihren Tagesablauf vorstellen, wenn Sie vor Ort sind?
Also gehen Sie rum, wecken die alle oder krabbeln die zu Ihnen? Wir werden von der Sonne geweckt, wir haben ja keine Elektrizität. Das heißt, morgens um 6 geht's los und abends um 6, wenn die Sonne untergeht, ist der Tag zu Ende und um 8 geht man wieder schlafen. Und dazwischen ist immer mindestens ein Problem, was dringend gelöst werden muss. Das ist halt Afrika und irgendwas ist immer. Wie verständigen Sie sich denn mit den Kindern? Also konnten Sie vorher schon die Landessprache? Oder? Nein, ich lerne jetzt Kiswahili die ganze Zeit schon ganz verzweifelt und kann aber durch die Hausmamas, die können Englisch und ich spreche mit denen Englisch und übersetzen. So, und wenn jetzt unsere Zuschauer sagen, da möchte ich auf jeden Fall helfen, welche Möglichkeit gibt es? Wir haben eine Homepage, www.bigili.de, da können die Zuschauer spenden. Mhm. Sie können Patenschaften machen. Wir haben am 10. September hier in Berlin eine große Gala im Cookies. Da können Sie versuchen, über E-Mail mit mir Kontakt aufzunehmen. Da kann man durchspenden. Man kann versuchen, als Freiwilliger vor Ort mitzuhelfen. Also man kann mir Sachspenden mitgeben. Alles geht. Der Bedarf ist größer als das, was ich hier erreichen kann. Also wir brauchen viel. Gut, dann werden wir das tun. Vielen Dank, dass Sie heute Morgen bei uns sind, Ingo Lenz. Dankeschön. Viel Erfolg für Ihre Arbeit. Dankeschön. Alles Gute. Danke. Der Test mit der präparierten Handtasche. Sie haben uns die Tasche gerade gestohlen, ne? Wie sind Sie denn? Ich saß doch da auf der Bank, das ist unsere Tasche. Mallorca oder Deutschland, wo wird dreister geklaut? Mehr dazu jetzt hier im Sat.1 Frühstücksfernsehen.